Hallo vom Campus. Wer für das Studium in eine andere Stadt zieht, kennt dort vermutlich erstmal ziemlich wenige oder sogar gar keine Leute. Deshalb ist das Kennenlernen zu Studienbeginn besonders wichtig. Und das funktioniert zum Beispiel über die Starttage, aber auch über die Vorlesungen und Seminare. Wer in den letzten anderthalb Jahren angefangen hat zu studieren, der hat es wahrscheinlich etwas schwieriger. Bene zum Beispiel hatte seinen Studienstart im Oktober 2020. Und trotz zusätzlicher Online-Veranstaltungen hat er sich dazu entschieden, ein Angebot wahrzunehmen, das über das Studium hinausgeht, nämlich die Teilnahme an den Musikensembles. Und warum? Das erzählt er uns jetzt. Also ich bin ja erst im zweiten Semester hier und das war natürlich zum Studienstart die perfekte Möglichkeit, Leute hier kennenzulernen. Gerade da man ja mit Musik nochmal ganz anders mit Leuten in Kontakt kommt. Dadurch, dass es eine kleine Gruppe war, konnten wir uns da alle schon sehr gut kennenlernen. Und ja, die Hemmschwelle ist jetzt eigentlich weg, weil jeder schon mal Solo spielen musste. Man fühlt sich immer erstens Teil des Ganzen und auch so Teil der Uni, weil ne, die Ensembles sind ja auch fester Bestandteil der Uni und damit gehört man dann auch dazu. Das klingt ja alles ziemlich cool, aber mal ganz ehrlich, gemeinsam Musik machen, online. Funktioniert das überhaupt? Das habe ich Claudia und Pia gefragt. Die beiden sind schon länger bei den Ensembles und können mir mehr darüber erzählen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man sich nicht einfach über Zoom treffen kann und gemeinsam spielen kann. Wir haben dann verschiedene Aufnahmeprojekte oder verschiedene YouTube-Videos. Gerade zum Beispiel arbeiten wir an einem Stück What a Wonderful World und da haben wir auch lange diskutiert, was für eine Botschaft wir damit rüberbringen wollen. Da haben wir uns dazu entschieden, dass die schönste Botschaft, die wir rausbringen können, ist es einfach, wir sind hier und wir machen zusammen Musik und wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, Musik für das Gemeinschaftsgefühl. Im ersten Semester, im ersten Online-Semester haben wir es so gemacht, dass wir wöchentliche Proben online hatten auf Zoom. Wir mussten uns aber alle auf Stumm stellen und haben dann mitgesungen. Und dafür gab es dann einzelne Stimmgruppen. Also dann hat Sopran eine Stunde gesungen und dann Alt die nächste Stunde. Und manchmal haben wir dann auch so Spielenabende danach gestartet und dann konnten alle dazukommen. Also es war immer noch so ein Gemeinschaftsgefühl da und vor allen Dingen dann, als die Musikvideos rausgekommen sind, haben dann alle gesehen, okay, wir haben das jeder für sich gemacht, aber jetzt ist im Großen und Ganzen was Gemeinsames entstanden und das konnten wir dann auch voller Stolz so präsentieren. Sowohl bei der Graduiertenfeier, weil da sonst meistens ein Chor von uns singt, als auch bei den Startwochen oder anderen offiziellen Uni-Veranstaltungen wurden schon Videos von uns gestreamt. Die Videos könnt ihr euch übrigens in voller Länge auf den Social-Media-Kanälen der Ensembles ansehen. Ich finde, die sind echt alle mega gut geworden. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn die Uni mit all ihren Angeboten bald wieder in Präsenz stattfinden kann. Und es sieht ja auch ganz gut aus, dass das ab dem kommenden Semester wieder geht. Falls ihr euch auch neben dem Studium musikalisch engagieren möchtet, dann schaut doch einfach mal auf der Website eurer Wunsch-Uni vorbei. Und natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, das Unileben individuell zu gestalten. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Angebote neben dem Studium ihr euch an einer Uni wünscht oder sogar schon wahrnehmt. Und dann vielleicht bis bald hier auf dem Campus. Tschüss!